Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen freshen Folge von Let's Play Clash of Clans. Es tut mir leid, aber ich konnte gestern leider kein Video rausbringen, da ich diese Woche momentan überhaupt keine Zeit habe. Aber am Wochenende werden die Videos wieder wie gewohnt kommen. Montag und Dienstag wahrscheinlich nur eins, wenn nicht sogar gar nichts. Aber das poste ich ja vorher auf Facebook, dass, falls ihr unsere Facebook-Seite noch nicht geliked habt, der Link ist unten in der Beschreibung. Ja, und ab Mittwoch kommen die Videos wieder wie gewohnt, denn da sind die meisten Arbeiten geschrieben, die Tests sind geschrieben, dann kommen nur noch Englisch und Mathe, ja. Ja, es wird euch zwar nicht interessieren, aber naja. Aber was wir in der heutigen Folge machen werden, ist, wir werden mit den Lakaien Level 3 angreifen, da meine Lakaien gestern Abend auf 3 fertig geworden sind. Und ich würde mal sagen, wir werden auch jetzt gleich direkt einen Gegner suchen. Ja, ich würde mal sagen, ich suche einen Gegner raus und springe die Gegnersuche wie immer. Bis gleich. Ich würde mal sagen, diesen Gegner werden wir uns jetzt wegsnaggeln. Wie erfolgreich wir damit sein werden, ich habe keine Ahnung. Gucken wir erstmal, ob der was in der Clanburg hat. Nein, das ist schon mal gut. Ich würde mal sagen, wir greifen von. Ah, scheiße. Ja, wo greifen wir an am besten von hier so? Here we go. Gucken, ob hier ein paar Luftbomben sind. Ja, eine konnten wir schon mal auslocken. Das ist doch schon mal gut. Jetzt setzen wir die. Mal gucken, wie die wohl abgehen. Ich glaube nicht so besonders, aber naja, die sind. Die meisten sagen ja, die gehen auf 5 richtig ab. Aber das kann ja noch ein bisschen dauern bei mir. Auf 5 kosten die wahrscheinlich auch Dings. 50.000 Dunkles, schätze ich mal. Da die ja auf 220.000 gekostet haben, auf 330, auf 440. Ja, und ich schätze mal, dass es dann so weitergeht. Auf 6 sehen die meiner Meinung nach am besten aus. So auf 3 geht's auch noch, dann werden die hässlicher und dann sehen die wieder premiumhaft aus. Oh, bitte geht noch das Elixier, das könnte ich gut gebrauchen für meine Mauern. Nein, 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 nicht für die Mauern, sondern ich will ja meine Runes auf 5 machen. Da ich ja jetzt irgendwann demnächst in die Meisterliga gehen will. Und das ist am besten Balloonion, also Lakaie und Ballons. Boah, wir schreiben ja morgen diesen Biologietest. Ich habe so null Bock drauf. Ich meine, diese Mitose, Meiose, Zellteilung braucht man ja auch fürs Leben, ne? Ich will ja nachher bei der Sparkasse arbeiten. Weißt du? Wenn dann so einer ankommt. Nee. Ich meine, wozu brauche ich dann diese Zellteilung? Kann mir das Menschen sagen? Ich glaube auch nicht, dass da einer reinkommen wird und so sagen: Guten Tag, kannst du mir die Meiose erklären? Nein? Schlecht. Alf, ich bin da. Weißt du, ich würde es mir so wünschen, dass man sich in der Schule so Fächer aussuchen könnte. Und nicht alles haben soll. Also, dass man auch was abwählen kann. Zum Beispiel wie Kunst. Ich bin überhaupt nicht künstlerisch begabt. Also, da bin ich eine Nullnummer. Sowas würde ich mir auch wünschen, dass man es einfach nur abwählen kann. Naja, auf dem Gymnasium geht das bei uns. Ich weiß ja nicht, wie das auf anderen Schulen ist, also. Aber bei uns zumindest geht das nicht. Okay, 192 K Gold, 194 K Elixier und 309 Dunkles. Das ist für mich sehr ordentlich. Also das für die Lakaien Level 3, die sind ja schon. Junge, nach Hause. Ja, die gehen meiner Meinung nach etwas ab. Wir kommen nicht nach Hause. Nein. Nein. Nein! Okay, ich würde mal sagen, das überspringe ich jetzt, bis ich nach Hause komme. Bis gleich. Hallo und willkommen zurück. Ja, was können wir in dieser Aufnahme noch machen? Eigentlich nichts Besonderes. Ich glaube, ich werde den Clan auflösen, da wir nur zu viert sind. Ist richtig kacke. Ja, was soll man machen? Alle sind rausgegangen. Wieso, weiß ich auch nicht. Ja, ich würde euch ja noch gerne einen Angriff zeigen, aber wir sind nur zu viert in einem Clan und da kann man ja schlecht was zeigen. Mal gucken, ob wir noch was im Angriffslog haben. Ja, gucken wir uns den Angriff an, den ich vorgestern gemacht habe. Ja, der Loot war auch ordentlich, also 230 K Gold, das sollte man mitnehmen.
Aber was ich euch jetzt zeigen will, was diese Helden ausmachen, ohne die Helden hätte ich nie im Leben so viel bekommen. Jetzt sieht man ja, ich setze so meine Barbaren und Bogenschützen so Standard, die Barbaren so als Tank davor und dann die Bogenschützen hinterher. Aber dann habe ich die Helden gesetzt und man muss jetzt darauf achten, was die für Schaden machen, was die auf sich nehmen. Das ist echt, ey. Also die Barbaren so als Tank und dann die, nee, der Barbarenkönig als Tank und die Bogenschützenkönigin macht dann so im Hintergrund Schaden. Aber ohne die hätte ich nie im Leben so viel Loot bekommen, wie ich es in diesem Angriff bekommen habe. Deswegen werde ich meine Boogie Queen auch als nächstes auf 5 machen, da sie dann diese Fähigkeit hat. Aber guckt es euch an, was die für Schaden machen. Das ist echt, boah. Ohne die hätte ich auch keine 100% geschafft. Da habe ich jetzt den Barbarenkönig gezündet, hatte Leben dazu bekommen und sein Wutanfall, das ist so, als wenn er einen Wutzauber hätte. Damals habe ich immer gedacht, dass das nicht seine Fähigkeit ist, also die Fähigkeit kann ich dann noch nicht vom Barbarenkönig, da ich den Barbarenkönig dann noch nicht hatte und auch nicht auf 5. Sondern, dass man einen Wutzauber so mittig auf ihn drauf werfen sollte, dass das dann so funktioniert und dass der Wutzauber dann mitgeht. Das habe ich ein paar Mal ausprobiert, aber es hat nie funktioniert, war voll schade. Ja, bei diesem Angriff haben wir 100% Gold, 230k Gold, 83k Elixier und 511 Dunkles. Das war ein ganz ordentlicher Angriff. Ja, wie man sieht, habe ich auch schon einige Mauern hier gemacht. Eine Reihe, also 11 Mauern schon, fehlen nur noch 214. Ja, aber man muss da leider sparen. Ja, ich würde mal sagen, das war's dann auch für die heutige Folge. Bis wahrscheinlich morgen. Ciao.